So, und damit wieder ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Wir sind ja in der letzten Folge hier gelandet, wo wir uns das Ganze hier auf der Karte mal angeschaut haben, weil wir müssen da oben irgendwie Richtung Parkhaus, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, und müssen Benzin holen für den Generator. Wir sind jetzt hier unten und wir gucken jetzt mal, also wir müssen jetzt hier geradezu, erste Abbiegung rechts. Dann 1, 2, warte mal, rechts, eine Kreuzung, zweite Kreuzung. In der zweiten Kreuzung müssen wir irgendwie nach links und dann wieder nach rechts. Okay, dann gucken wir uns den Spaß da mal an. Ja, das ist hier sehr weitläufig. Aber wir gucken mal. Was zur Hölle ist hier passiert? Genau, ich schätze, das Militär da freue ich mich hat auch. Alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen Infizierte die Oberhand hatten. Oder Novellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Ja, QZ wird wahrscheinlich die Quarantänezone sein, ne? Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Was haben wir denn hier für ein? Ja, stimmt wohl. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantänezone wäre deutlich belegter. Ah, hey. Was ist das? Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Also, wir haben hier Colin. Ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich habe nicht genug Mumm, um da alleine reinzugehen. Aaron oder Aaron, wie auch immer. Ah! Hat sie dieses jetzt markiert auf der Karte? Aha! Das heißt also, da unten gibt's Waffen. Jetzt ist die große Frage der Fragen. Gehen wir jetzt erstmal nach da unten? Also sprich, hier hin? Da so? Da so? Oder gehen wir nach oben ins Parkhaus? Ja, Waffen. Warte mal, wie viel Munition haben wir denn? Eieiei. Ach, ich habe hier noch mehrere Waffen. Ah, ach stimmt, ich habe ja noch den Revolver. 6 Schuss, 3 Schuss, 3 Schuss. Also eigentlich wäre es besser, wenn wir uns auf den Weg machen, um die Waffen erstmal zu suchen. Gut, gut. Belebter? Ja. Vielleicht verstecken sich alle in der Seravina. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens 8. Wenn wir Glück haben, sind das alle. Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und Vorräte sammeln. Eieiei, hier geht's rein. Es ist... Boah, ein bisschen dunkel. Achso, genau. Taschenlampe. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden, Art. Genau. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird mich heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. Wollen wir jetzt da wirklich runter? Also klar, jetzt ist jetzt hier die Möglichkeit, zwecks Waffenmunition zu finden, aber ich habe auch die böse Vermutung, dass hier natürlich einige, ja, Infizierte rumlaufen. Na egal, komm. Mist. Genau das habe ich mir gedacht. Okay, also wir sehen hier ein paar Klicker.
Und ich sehe schon, dass ich sterbe. Haben wir denn hier auch Runner oder sind das ausschließlich Klicker? Oh, wir haben auch Runner hier. Das heißt im Umkehrschluss. Wir probieren mal jetzt was. Und zwar ist das Ziel, alle dahin zu locken. Klappt. Die laufen durchs Feuer und sind feuerfest oder was? Nee, komm. Aber wir durften damit die Runner zumindest alle erledigt haben. Hoffe ich. Lauf, 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 lauf. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er. Oh Gott. Hektisch. Kann ich den irgendwie anders noch killen? Also ich könnte ja sneaky versuchen, das nochmal zu machen. Auf irgendeine Art und Weise. Shit. Okay. Haben wir es geschafft? Das waren alle. Okay. Oh, nice. Tja. Jetzt können wir hier das nämlich ganz in Ruhe. Ja, das ist die Bank. Komm. Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Also, wir waren hier. Oder sie sind ja hier, um Munition zu sammeln. Jetzt habe ich aber eigentlich nur Munition verbraten. Hätte ich vielleicht anders lösen sollen. Na gut. Haben wir jetzt mal nicht so gemacht. Weil, ja, warum weiß ich nicht. Hektisch. Okay, das war's. Dafür habe ich jetzt alle gekillt und irgendwie gefühlt viel zu viel Munition verbraten. Für nichts. Oh, was haben wir hier noch? Oh, noch eine Tasche. Oh, da wird bestimmt noch eine kleine Info drin sein. Ach, guck mal. Tresor 60-23. Ich glaube, diese Schutzwesten-Typen wollten die Bank ausrauben. Oh, Ablösung der Wache X tagsüber alle zwei Stunden, nachts alle vier Stunden. Der mit den Surferbankräubern. Oh ja. Was? Ich liebe diesen Film. L liefert NKB ab. Ankunft Vordereingang 0100. L fährt nach hinten. NKB treffen auf Sicherheitsdienst. N Vordertür, K Hintertür, B Tresorraum. NK bewachen Sicherheitsdienst. B holt Tresor. NKB treffen. L hinter Gebäude. Genau. Klar. Das ist völlig easy. Das verstehe ich. Nicht. Naja. Schauen wir mal weiter. Gibt's denn hier noch irgendwelche wunderschönen Sachen? Nö. Ich muss in den Tresor rein. Weiter. Ja, genau. Vorher sollte ich mir vielleicht nochmal das Dokument angucken. Aber er hat mich nicht gemerkt. Was stand drin? 60-23-06. Okay. 60-23-06. Na, dann machen wir das mal. Ja, genau. 60-23.
23 und 06. Das war jetzt zu schnell. So. So. Hör mal auf. Okay. Oh, was liegt denn hier? Danke, Mann. Eine Pumpgun. Na, nice. Ja, Pumpgun, das ist auf jeden Fall meins, ne, für Nahkampf. Da ist geil. Ja, das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Scheiß auf das Geld. In der alten Welt. Wären wir reich. Ja. In der alten Welt. Geld hat da jetzt heutzutage nichts mehr hier zu sagen. Wertloses Papier. Cool. Was ist das denn? Lesen. Sic Parvis Magna, 29. Januar 1596, 932, 79. Okay. Nehmen wir mal mit. So, gibt's denn hier noch andere Sachen? Wie das war? Achso, warte mal, hier ist noch was. Größe aus klein auf anfängen. Ach du Scheiße. Okay, was haben wir denn hier? Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kyle weggezerrt, der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann habe ich mich meinen eigenen Leuten hier eingeschlossen. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Das ist ein toller Freund. Ich werde es den Zeitungen erzählen, dem Fernsehen, verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Okay. Ich fühle mich gerade echt komisch, schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann nicht klar denken. Oh, scheiße. Passiert es so? Werde ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf. Wenn ich drauf gehe, dann wie ein echter Mann. Genau. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Ja. Waren sie sehr clever. Wie wir sehen, hat er sich hier mit der Pumpgun, den Schädel weggeschossen. So, das dürfte es auch für den Raum hier gewesen sein. So, das heißt, wir haben jetzt aber einen Schuss. Das ist jetzt dein Ernst? Ich habe einen einzigen Schuss auf der Pumpgun? Oh Mann. Gibt es denn hier noch weitere schöne Orte? Ich gehe von aus, wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Oder auch nicht. Ich glaube, wir sind hier durch. Okay. Wo sind die denn jetzt auf einmal wieder hergekommen? Okay. Das hätte ich auch anders lösen sollen. Ja, was ist denn jetzt? Was zeigt sie denn jetzt da ein? Rollo. Das war's? Dafür bin ich hier reingekommen? Oh nee, oder? Dein Ernst? Ja. Super.
Hat sich richtig gelohnt. Ich meine, okay, wir haben die Waffe gefunden. Hm, ist okay. Kann man machen. Ja. Aber kaum Munition, beziehungsweise die Munition, die ich gefunden habe, war schneller weg, als ich gucken konnte. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay, was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das war echt Wahnsinn. Ja. Das ist eine Schrotflinte, also war schon okay. Ja, war schon okay, okay, genau. Suchen wir das Benzin. Ja, hier gibt es natürlich überall, man kann sich natürlich jetzt hier so richtig schön lange aufhalten. Es gibt ja hier überall so diese kleinen Häuser. Ja, ich bin davon aus, dass hier auch vielleicht immer so mal ein paar Loot-Sachen drin sind. Und das sind so, oh, da könnte ich mich Stunden mit aufhalten, ne? Wir werden auch ab und zu mal ein paar Loot-Folgen machen müssen, aber es gehört einfach dazu. Ja, also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sowas sehen wie... Was ist das denn? Jemand hat hier gekämpft. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Hm, stimmt, wir sind ja immer noch auf der Suche nach Tommy, beziehungsweise eigentlich sind wir ja noch auf der Suche nach den WLFs, also hier diesen Gruppierungen. um uns ein wenig zu rächen. Oh, sieh dir mal den Panzer an. Mit Abby und so. Ja, weil wir wissen ja noch aus den letzten Folgen. Ist hier schon wieder? Wieder eine Tasche. Hat Abby Joel getötet. Kleine Mistratte. Aus Gründen, die uns nicht bekannt sind. So, neuer Zettel. Roger, ich möchte mich mal auf unseren Streik gestern zurückkommen. Ich verstehe dein Bedenken und deine Zurückhaltung. Aber hör zu. Wir haben die Fed Rubberites ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unserem Kampf angeschlossen. Und wir wissen, dass sie sich durch die Tunnel davon schleichen wollen. Das gibt uns die einmalige Gelegenheit, Torres und seinen Schergen? Was sind denn Schergen? Den letzten Schlag zu versetzen. Wie viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren? Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen. Du weißt das besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Fragen stellst. Es sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist und darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein wirst. Isaac. Gibt's noch was anderes? Nö. Kann man nur weglegen. Okay. Irgendwie traurig. Gut. Hier haben wir den Panzer. Ich würde lieben gerne den Panzer... gerne den Panzer nehmen. Aber wir können zumindest hier reinschauen. Hier geht. Kein guter Tag aber für hier euch, was, Jungs? Munition. Was ist denn? Verbrannte Skelette. Uff. So will ich nicht abtreten. Oh, was können wir jetzt hier noch bei diesen besprechen? Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Das ist wohl wahr. So, dann lass uns nochmal auf das Pferd hier steigen und uns mal nochmal ganz kurz die Karte angucken, wo wir jetzt gerade stecken. Okay, wir sind jetzt hier vorne. Wir müssen jetzt uns einmal umdrehen und müssen eigentlich nur der Straße folgen. Dann müssten wir zu dem Parkhaus kommen. Währenddessen sind natürlich wieder ein paar Häuser. Da könnte es mir passieren, dass ich eventuell doch nochmal ein bisschen looten möchte. Na gut, also ich erkläre heute mal die Folge so ein bisschen als Erkundungsfolge. Wo wir uns verschiedene Sachen nochmal anschauen. Und auch Sachen erstmal looten. Ne, also, was wir ja brauchen, ist auf jeden Fall Munition. Ja, das ist natürlich wieder klasse und passend, dass wir hier wieder nichts finden.
Das ist immer so schön, das hat man schon in meinem ersten Part. Machst irgendwelche Dinge auf und zu 80% war da einfach nichts drin. Ja, das ist, ist schon krass. Aber so ist es halt, ne? Also, so würde das Ganze auch in so einem Szenario eigentlich aussehen, weil es wurde wahrscheinlich schon eh alles weggeplündert. Was hat sie jetzt da wieder reingeschrieben? Wieder ein Fragezeichen. Ah. Aha. Mach hier auf. Das finde ich auch so geil, dass du einfach die Scheiben einschlagen kannst. Okay, so, lass uns mal hier rüberspringen. Jawohl. Vorsicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Geschafft. So, aber hier haben wir dafür bestimmt ein paar geile Sachen. Wie? Pillen. Geil! Werkzeug oder Werkstuff, damit wir unsere Waffen verbessern können. Und? Hallo. Wieder eine Karte. Eine Sammelkarte. Was haben wir denn diesmal? Dr. Uckmann. The New Dogs. Okay, wollen wir mal gucken. Dr. Uckmann. Echter Name, Dr. Uckmann. Intelligenz 100, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit New Dogs. Dr. Uckmann oder Uckmann war früher ein angesehener Forscher, der seine fragwürdigen, menschlichen Grenzen überschreitenden Experimente führten zu seinem Ausschluss aus der Welt der Wissenschaftler. Selbst der moralisch alles andere als einwandfreie Laurent Fagot von Spark Laboratories fand seine Arbeit fragwürdig. Davon unbeeindruckt setzt Uckmann seine Arbeit im Geheimen fort und erschuf einen Super-KI, die seinem Willen gehorcht und seinen Forschungen schützt, während er und die New Dogs das Ganze mit Hightech-Raubzügen finanzieren. Uckmann zieht mit seinem Labor ständig um, sodass niemand ihn aufspüren kann und sehnt sich nach dem Tag, an dem seine Versuchungsobjekte als gleichwertig angesehen werden. Ist ein neutraler Schurke. Nicht schlecht. So, dann haben wir hier natürlich noch ein bisschen Werkzeug. Also hier, hallo? Wer ist mit mir? Okay, das war wohl alles. Ah, okay, also immer da, wo interessante Orte sind, markiert Ellie die anscheinend auf der Karte. Und, wenn wir die abgearbeitet haben, dann streicht sie die durch. Das ist natürlich auch geil. So wissen wir eben halt, woran wir sind. Coole Geschichte. So, dann lass uns doch nochmal hier ins Federal Hauptquartier, würde ich fast behaupten, mal reinsteppen. Um zu gucken, ob wir da reinkommen. Haben wir hier vielleicht noch was? Scheint nicht so. Stationsausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Okay. Aha. Also, hier haben wir natürlich auch wieder irgendwie einen Zugang. Ist jetzt die Frage, wollen wir da jetzt wirklich rein? Also am besten wäre es ja natürlich, dass wir in alle Häuser so Schritt für Schritt einmal durchgehen, bis wir zum Parkhaus uns vorkämpfen, damit wir da Benzin holen, weil das ist ja eigentlich unser eigentlicher Auftrag. Damit wir mit dem Benzin wiederum zum Generator zurück können, damit wir den Generator wieder anmachen können, damit das Tor sich öffnet. Ist jetzt natürlich ein bisschen langwierig, aber wir probieren es mal aus. Komm aber nicht rein. Diese Buntglasfenster an. Was? Die sind ziemlich selten. Ach da. Okay. Ja, ist alles ziemlich selten. Aber wie kommen wir hier rauf? Beziehungsweise, wie kommen wir da rein? Gibt es hier noch sowas wie eine Leiter? Oder kann ich hier irgendwie huckepacktechnisch irgendwie? Nein, kann ich nicht. Also huckepacktechnisch, Räuberleitertechnisch. Also hier müssen wir irgendwie rein. Wie wär's mit der Tür hier? Treibstoffausgabe. Treibstoff? Fedra hat das hier mehr als gesichert. Im Boston war immer das Essen knapp. Andere Leute drehen durch. Hey, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Krass. Setze eine Schockbombe ein, um mehrere Gegner zu betäuben und erledige sie dann mit Schlagangriffen durch Viereck. Cool.
Nice. Und wir haben natürlich die Schockbombe freigeschaltet. Okay. Schockbombe freigeschaltet, finde ich gut. Das ist wie beim ersten Teil diese rauchbombenmäßigen Dinger, die dann auch einen so ein bisschen betäubt haben oder so. Ja, war schon, ist schon nicht schlecht. Private Miller. Wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5. Und fünfte, sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen, sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft, Sergeant Ward. Na gut. Spring und fünfte. Spring und fünfte, genau. Wo ist denn Spring und fünfte? So, lass mich raten, es liegt bestimmt auf dem Weg. Ja, zum Parkhaus. Das habe ich mir gedacht. So, gibt es denn hier sonst noch weitere Sachen? Ist ja klar, hier gibt es bestimmt noch was. Nichts drin. Aber, nichtsdestotrotz müssen wir doch hier irgendwie reinkommen. In das Gebäude. Gibt es hier keinen Eingang? Ha. Okay, scheint, als gäbe es hier keinen Zugang. Wir können mal was ausprobieren, indem wir jetzt mal gucken, ob wir das hier einfach gegenwerfen können. Geht die Scheibe kaputt? Genau, der Ziegelstein geht kaputt. Ja, was sind das für Scheiben? Okay, also hier sind wir, hier kommen wir irgendwie gerade nicht durch. Hm. Dann gehen wir jetzt hier nochmal runter. Gucken wir mal, ob wir noch woanders einen Eingang finden. Ah, ansonsten gehen wir vorbei. Warte mal, hier um die Ecke ist aber schon mal was. Aha, aha. Nice. Hier geht's auch noch mit. Was war das? Ich habe gerade irgendwas gehört. Ohuhu. Okay. Also hier können wir runter. Gibt's denn hier irgendwie noch einen Zugang? Nö. Wir könnten hier durch. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier durch? Ist ja klar. Kommst du da durch? Da bringt die Kette echt viel. Okay, ich halte das. Shit, jetzt hier. Pass auf. Entdeckt dich der Gegner nicht so leicht. Okay. Also wenn ich im hohen Gras bleibe. Dann bleibt alles cool, oder was? Ja, für mich. Vorsicht, Vorsicht! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit der Nummer. Ich dachte, der sieht mich erstmal nicht. Ja, sieht so aus. Was? Gab es hier hinten noch was? Nee. Ich habe mich einfach nur da reingedrückt. Okay. Gut. Hier haben wir noch einen LKW. Da haben wir noch einen LKW. Hier können wir wieder rüberjumpen. Ganz kurz mal horchen. Aber meistens sehe ich das ja eh erst, wenn ich drüben bin. Bauchlage. Halte gedrückt, um in die Bauchlage zu... Okay, konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Vier Stück. Hm. Kann ich eigentlich aus der Bauchlage heraus auch schießen? Könnte ich sogar. Ja.
Oh Gott, ich muss hier helfen. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich renne einmal kurz rum. Ja, ja, ja. Beruhigen Sie sich. Einen Moment, ich komme. Jetzt weiter rein. Weiter rein. Schieß doch mal. Da laufe ich einem direkt in die Arme. Okay, Wurf mit R2 schnell einen Ziegelstein, um meine Flaschen auf den Gegner zu betäuben. Betäubt der Gegner anfänglich Nahkampfschlag durch. Mhm. Wunderbar. Okay. Das war vielleicht jetzt nicht der cleverste Schachzug von mir. Wir sollten gucken, dass wir uns langsam bewegen und versuchen, entweder an den Leuten vorbeizuschleichen oder wir versuchen, die einzeln zu killen und sollten mit den Klickern im Endeffekt anfangen. Wo ist der zweite? Wo? Ich sehe jetzt nur den einen. Da ist der andere. Ja. Also ich würde jetzt anfangen mit dem Klicker hier vorne. Den von hinten zu attackieren. Aber erstmal warte ich, bis der Runner hier nach vorne, weil die haben immer so eine Laufroute, sage ich jetzt mal. Und diese Route versuchen wir jetzt mal zu analysieren. Das heißt, wir dürften jetzt hier nach vorne kommen, um ihmchen hier lautlos zu töten. Aber ein Klicker weniger. Und schnell weg. Schnell weg, 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 schnell weg. Den hier kurz killen. Danke. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Panik! Könntest du mir jetzt irgendwie noch helfen, Dina? Oh, ich habe nur noch einen Schuss. Okay. Ihmchen ist auf jeden Fall geil auf uns. Vielleicht hat man doch hier auch. Langsamer bewegen. Wir versuchen jetzt nämlich hier sneaky ninja technisch uns von hinten anzuschleichen. Knappe Geschichte. Gut. Damit haben wir den hier soweit auch durch und sollten eigentlich safe sein. Okay, super. Sehr gut. Ich glaube, das war's jetzt. Ich kapier's ja, ja. Nicht. Wenn hier noch Leute wären, hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht eigentlich haben sie es ja. Nicht geschafft. Vielleicht suchen wir das Benzin. Sollte man denken, dass wenn da Leute gewesen sind, dass die diese hier soweit geklärt hätten. Haben sie aber nicht. Gut, wir werden uns jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall da hochbegeben und uns den Raum anschauen, um zu gucken, ob wir da Benzin finden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Last of Us Part 2. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Rego.